Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minus 3 hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Chaos und Thompson. Hallo. Ich hatte gerade Cola. Schön. Hat man das nicht gemerkt? Doch. Also ich meine jetzt nicht an dem Auswurf, den ich dazwischendurch hatte, aber... meiner, schnell sprech. Hallo, ne? Hallo. Hui, hui, hui. Was willst du hier bauen? Silenzium? Ja, damit ich es verschießen kann. Okay, dann brauchst du ja noch ein bisschen Sand, ne? Das ist nicht alles Sand, der Schwarze? Ja, aber trotzdem musst du ja erstmal ein paar, ne? So. Ja. Bräuchte ich hier mal so ein paar Sandbohrer hin. Und du bist wie das Eichhörnchen aus Ab durch die Hecke. aber, ich mag doch den Keks. Der Film war schon irgendwie lustig. Ja, war lustig. Okay. Jetzt gibt's ja noch mehr Bleiverband. Das ist ein Versprechen? Ja. Wo willst du so. Die Silizium hier so runter? Vier Stück? Reichen ja aus, oder? Ja. Sollten passen. Sand von der einen Seite rein, oder? Nö, eigentlich? Wir machen jetzt hier Kreuzung, 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 Kreuzung. Dann machen wir Sand einmal so. Und so. Sand einmal so. Und so. Oh, das ist doof hier oben. Das ist ja richtig doof. Ich komm hier gar nicht daran. Das ist ja blöd jetzt, wenn wir alles um eins nach unten versetzen. Komm, dann machen wir um zwei nach unten und so wird das schön. So. Wo sind meine Silenzium? Kurz da hin? Da. Bist du hart geworden? Hier könnte ich dir her. Oh, die Luftverteidigung hat ganz gut geklappt. Sehr schön. Oh, die haben was weggeschossen wieder bei der Luftverteidigung. So. Der Lenzium wird produziert. Ja, dann. Hast du die Förderband nicht hier richtig geknickt? Ja. Oh. Die dicken Kameraden hier. Die haben eine schöne Reichweite. Ja, und auch Zielsuche und Munition. Das ist genau. So, wie sieht's aus mit dem Strom hier? Okay. Ich bin der Meinung, was anderes macht keinen Sinn, außer zielsuchend bei denen. Ich würde sagen, die decken da dann ganz gut ab. Irgendwie wird kein Silizium produziert. Wieso nicht? Haben wir einen Fehler gebaut? Anscheinend. Irgendwo... Kohle kommt nicht durch. Ja. Warum nicht? Weiß ich nicht. Jetzt macht er die Billo-Variante hier. Ist er zum Debuggen? Bau mal den größeren Kern auf.
Weil jetzt ist es genau andersrum gebaut. Ja, mach doch. Was? Achso. Sieht auch gut aus, oder nicht? Jo. Noch den genau. Ich dachte, es war gerade eine Welle. Egal. Das haben wir alle gedacht. So. Sehr schön. Das sieht auch mal nach einer funktionablen. Irgendwas ist da noch ein langes Filament? Ah, nee. Müsste zwischen würde ich gerade sagen, aber das sieht doch nach einer funktionalen Produktion aus hier. Ja. Guck mal, wir kriegen da Siliziumproduktion auch ohne Thompson hin. So. Ja, das zudem. Strom produzieren wir noch. Wie sieht's aus hier in der Batterieanlage? Dort sieht gut aus. 400.000 sind gelagert. Und wir machen ordentlich Strom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin begeistert. Gucken wir nochmal, was der Thompson hier unten so schönes gebaut hat. Da gibt's Metallglas. Einen großen Kern und ein bisschen mehr Blei. Einen großen Kern und ein bisschen mehr Blei? Ja. Kannst du den Kern eigentlich auch woanders hinstellen oder kannst du ihn nur da hinstellen? Nö, ich konnte den nur da hinstellen. Okay. Und der große Kern, der lagert jetzt so 9 Kilo von allem ein, ne? Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin begeistert. Das läuft doch hier, Menschenskind. So, Boss erscheint in 5 Wellen. Oh, der Flieger. Gestürzt. Na gut, der Spaß war ja dann doch schnell vorbei. Na gut, aber wir machen das ja mal ganz, ganz Snutsche. Spielen wir das jetzt hier runter. Snutsche. Snutsche, nicht Snutsche. So, kennt ihr Suche? Das Wort, den Begriff für. Nein. Okay, ne? Nicht mehr stimmt. Bildungslücken hat jeder. Aber jetzt hast du mich angeschubst. Alter Schubser. Noch ein bisschen mehr Blei, damit die Vergiftung richtig schön wird. Wie war das mit Singen? Weiß ich nicht. Sollte ich das nicht, sollte ich das nicht mit voller Impuls tun? Nee. Ich weiß es immer nicht. Also manchmal sagt er mir im TS, ich soll so schön, ich habe so eine schöne Stimme. Wie? Was? Macht das nicht ihr? Wäre mir nicht bekannt. Aha. Sektor 64 haben wir übrigens erobert. Verteidigt, oder? Der Stern erobert. Kann doch nur vorlesen, was ich hier oben in meinem Message-Log kriege. Ja, schön. So. So, dann gibt es ein bisschen mehr Blei hier jetzt. Noch ein paar Bleidinger angebaut, dass wir noch ein bisschen Blei kriegen. So, aber da haben wir ja schon wieder 3, Dingsbums K. Was ist denn das hier? Ist das Luftverschmutzung oder ist das Nebel? Nebel. Nebel. Okay. Sieht ja aus wie Luftverschmutzung. Eieieiei. So, ich glaube, ich baue dann noch einen Verteidigungsstrang an Luftverteidigung. Aha. Weil die eine wird immer beschädigt, dann kann zumindest die andere aushelfen. Das Problem ist, die Verteiler gehen meistens kaputt. Das weil die Titan-Förderbänder halten genug aus. Aber die Verteiler halt dann nicht. Invertierter Sortierer. Haben wir schon mal was mit einem Sortierer gebaut?
Das braucht man dann bei der Schrottschmelze. Oder Schrott kann man auch verschiedene Materialien rauskriegen. Okay. Haut das denn da schon wieder? Ja, schön. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. Wie hast du das vorgestellt? Die Luftabwehr hat gewirkt. Ich habe mal im Überlauftor an das Silizium angebaut, damit das Silizium, was über ist, quasi unten zum Kern transportiert wird, ne? Ja, perfekt. Ich habe da oben eh auch noch einen Buffer hingebaut. Ein Buffer? Eine Kiste. Ach da, ja. Sehr schön. So, aber sie haben eine Mauer von mir beschädigt. Du kannst... Ja. Was kann ich? Du kannst die nächste Welle holen. Nee, lass mal ganz ruhig. Lass die Welle mal kommen. Immer okay. Schön ruhig bleiben, weil dann haben wir nämlich genau zum folgenden Ende den Boss. Denn man muss ja sowas auch mal dramatisch aufbauen, weißt du? In der letzten Folge haben wir vielleicht eventuell ein paar Dings getriggert, ein paar Kommentare und so. Und jetzt müssen wir mal auf die dramatische Art und Weise. Kurz vor Schluss kommt der Boss. Vom Eise befreit und Strom und Bäche durch das Frühling heulen belebenden Blick. So, wer jetzt weiß, was das war, ne? Musste ich damals auswendig lernen, diesen Scheiß. Ich muss dazu sagen, weiter als so bin ich nie gekommen. Ich hab mal den Erlkönig auswendig lernen müssen. Der Erlkönig, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der König mit seinem Kind. Ja. Dann habe ich auch andere Interpretationen davor vorgetragen. Ja? Zum Beispiel die von der ERV. Ja. Aha. Wer reitet hier so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er reitet schnell, er hält es fest, bis es auf einmal fallen lässt. Das ist natürlich auch nicht schön, das stimmt. Ja, ich kenne noch eine von... wie heißt er denn? Hans-Joachim Preil und Rolf Herricht. Die kennt ihr wieder nicht, ne? Das ist, ja, es ist lange, lange, lange ist es her, muss man ja sagen. Stimmt das jetzt hier nochmal endgültig? Ich hab den Stromverbrauch dann noch ein bisschen gesteigert. Also was? Kommst du dazu? Was du da? Ah, Laserbohrer. Ja, ich versuch mal, ob ich dadurch hier den Meer rauskriege. Muss aber jetzt der Strom ist immer voll, das ist gut. So, was braucht der? Der braucht Strom. Könnte man ja mal probieren. Den Parallax. Parallax benutzt einen Traktorstrahl, um Gegner heranzuziehen und sie dabei anzugreifen. Mhm. Ja. Ich hab mal zwei davon gebaut. Mal schauen, was das wird. Mhm. Ja, gar nicht angeschlossen. Aber es ist im Endeffekt nicht mehr Kohle, die hier rauskommt, oder? Und wenn du den noch mit Wasser kühlst, dann geht's sicher noch besser. Ja, dazu müsste ich Wasser in der Nähe haben. Das ist ziemlich weit weg. Also irgendwie sieht das nicht aus, als wenn dieses Förderband für Silizium voller wäre dadurch. Eher im Gegenteil. Ich würde sagen, die sind eher langsamer. Boss erscheint in einer Welle. Ja, in zwei Minuten.
Da kamen jetzt große Flieger. Ja, die haben sogar was kaputt gemacht. Ja, wie gesagt, sie zerschießen immer mindestens die Verteiler. Ja. Also da bin ich noch nicht so ganz überzeugt von, aber was willst du machen? So ist es halt. Ja, wir haben noch keine Schutzschilde. Nee, ich meine von diesem Kohle produzieren und mit den Lasertürmen, die scheinen nicht schneller zu sein. Haben wir, glaube ich, mit den vielen kleinen Türmen kam da mehr bei rum. Mehr Kohle. Okay, dann können wir das ja wieder. Können wir eigentlich was Neues erforschen, weil wir vorher den Kultivierer gebaut haben und der produziert ja dann irgendwas. Ja, da müsste ich gleich mal gucken. Bornpot. Ah, doch, da. Bornpresse mit Blei und Silizium. Sprengmixer. Oh, Pyrotit für einen Flammenwerfer. Ich glaube, diese Zerstörer, die ich da baue, die können auch Pyrotit werfen. Ja. Was können die werfen? Oh. Pyrotit. Mir echt nicht sicher. Ich glaube, es nimmt sich fast nichts. Ah, ist das jetzt noch weniger als vorher? Ich glaube, ich brauche es immer mehr kaputt anstatt heile. Ui, Boss. Oh, ein Boss. Der Boss kommt. Er ist ein Mech. Ein mächtiger Mech. Und langsam geht der Feigling gegen den Boss. Da ist es auch schon Schluss und wir haben neue Inhalte freigeschaltet. Dann gehen wir mal. Verteidige ich. Was? Ich baue wieder nur alles auf. Ja, ich gehe mal ganz kurz in die Forschung. Wir können mal gucken, was wir jetzt alles Neues. Nein, Thomas, da nicht. Haben. Weil die werden immer zerstört und so fokussen sie zuerst die Mauer. So, das haben wir abgeschlossen, das haben wir abgeschlossen. Stank Mountains haben wir abgeschlossen und Fungal Pass. Haben wir auch schon abgeschlossen. Wir haben jetzt hier den Sprengmixer, den erforschen wir doch gleich mal. Die Sporenpresse macht Sporen zu Öl. Da kann man also aus Sporen Flüssigkeit herstellen. Okay, der Parallelix, der schießt nur Lufteinheiten an. Ah ja. Parallelix. So. Ansonsten ist nichts weiter Neues zu erforschen. Keine neuen Einheiten, keine neuen weiteren Gebäude. Wir müssten jetzt mal so langsam mal in Richtung in Phasengewebe in die Richtung kommen, dass wir das bauen. Und Thorium. Wir müssten oder könnten eigentlich mal eine Sporenpresse bauen. Und dann haben wir nämlich schon mal Öl. Ja. Fix hier. Die Sporenpresse hin. Da ist die Sporenpresse. Was haben wir noch freigeschalten? Bornpresse und was noch? Ich habe es ja vorher vorgelesen. Ja, dann. Ich habe es nur wieder vergessen. Ach ja, das ist ja schade. So, jetzt haben wir hier die Sporenpresse. Jetzt müssen wir irgendwie einen Spornpot machen. Auch noch. Das ist wahrscheinlich mit dem Kultivierer, oder? Ja. Haben wir schon. So, jetzt haben wir noch den Inhalt freigeschalten. Wir haben jetzt nämlich Öl. So, damit können wir die Kohlezentrifuge machen, verfestigt Öl zu Kohlestücken. Und die Multipresse können wir damit machen. Was macht die Multipresse? Komprimiert Kohle zu Graphit, braucht aber zur Kühlung Wasser. Das ist eine verbesserte Graphitherstellung, wovon du mir erzählt hast. So. Ja, und jetzt geht es nur darum, dass wir schon wieder neue Materialien, kann man da noch irgendwas machen? Also Fasergewebe ist so das nächste. Extraction Outpost wäre eine Karte, die wir machen müssen. Thorium müssen wir irgendwo finden. Haben wir nicht schon mal irgendwo eine Karte gehabt, wo Thorium drauf lag? Ja. Wo waren die? Weiß ich nicht mehr. Die müssen wir jetzt abbauen können mit den Laser. Ja. Lasergeschützte und der Laserbohrer. Der Turbinengenerator hier braucht der Sporenpot oder wie ist das? Nee, der. Nein, der kriegt Sporen von oben und der verbrennt die Sporen. Achso.
Ja. Weil die Kohle nicht ausgereicht hat, um alle drei bei Volllast sozusagen zu betätigen, okay, habe ich da ein paar Sporen gemacht. Zwei konnte die Kohle quasi mit Volllast. Aber jetzt schon mit den besseren Waren und wenn man sie noch kühlt. Ja, aber sonst ist eigentlich nichts weiter, ne? Also. Ja, wir brauchen, ich glaube, mit Thorium und Phasengewebe geht einiges weiter. Ja. Also mit Phasengewebe, ja, da unten ist. Kryoflüssigkeit gibt's da nochmal irgendwann. Eine explosive Kern? Mischung, können wir schon eine explosive Mischung herstellen? Den müssen wir jetzt haben, den Mixer, ne? Dass wir das herstellen können. Ah, genau, den Sprengmixer. Ja. Was müssen wir denn da mixen? Pyrodit und Sporen. Und Pyrodit. Strom minus. Wieso haben wir so viel Minusstrom? Und Pyrodit kriegt man aus dem Pyrodit-Mixer mit Kohle, Blei und Sand. Weiß ich gerade nicht. Wieso haben wir so viel Vielleicht, Minusstrom? Vielleicht weil es gerade regnet und die Solarzellen null generieren. Ja, die generieren null. Wir verbrauchen denn 1000 Strom pro Sekunde gerade? Haben wir keinen Strom mehr oder was? Anscheinend nicht. Hat irgendeiner hier die Leitung abgekappt von unserem? Nö, die ist da dran. Oder leiten die jetzt nicht durch, weil die nicht leiten hier? Die. Ja, das kann sein. Obwohl, nee, die zeigen nicht an, dass man da eine extra Leitung drum bauen kann. Weil oben sind auch minus 1K. Also ja, auch hier unten minus 1K, ne? Ja, wo das haben ist wir denn, was haben wir denn Verbraucher? Wo haben wir denn so viele Verbraucher, die jetzt so verbrauchen? Weil theoretisch stellen die ja 1200K her. Ja. Die Reparatur repariert ja oben eigentlich nur, wenn was beschädigt wird. Die Verteidigung braucht nichts. Ja, die vier Lithiumschmelzer hier oben bei der Verteidigung brauchen. Du musst kein Wasser da hinten. Du musst da Wasser einlegen noch. Also, sonst, der braucht Wasser, okay. Ja. Da wollen wir noch. Hau den doch hier auf der Ecke hin. Wollen wir noch den Pyrodit-Mixer schnell bauen? Wir brauchen Blei, Sand und Kupfer. Ah, Blei, Sand und Kohle. Das war, glaube ich, hier oben. Ja, wir müssen ja Blei und Kohle bloß in der Nähe haben. Mann, ist ja dunkel hier auf der Karte. Aber die Folge ist zu Ende. So, was? Macht man da? Weiß ich nicht. Machen wir das in der nächsten Folge? Ja, können wir machen. Gut. Dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Was war noch? Carsten Thompson war bei uns. Wir haben den Sektor erfolgreich erobert. Das ist auch schon mal schön. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.